Moin meine Freunde, das ist Magik und Mystik und willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon der Roten Edition. Hier im Keller dieser Insel, sozusagen zumindest. Im tiefen Keller dieser Insel. Das ist wirklich sehr, sehr groß alles hier und das macht mir ein bisschen Angst, weil ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt schon waren, wo wir noch nicht waren. Irgendwie bin ich total verwirrt. Also, okay, ich weiß, dass wir auf dieser Ebene hier noch gar nicht waren, ne? Weil da sind wir den letzten Part erst runtergegangen. Aber, guck mal, da habe ich schon mal eine Idee. Da können wir einen Weg bauen aus den Steinen. Da ist dann wahrscheinlich ein verstecktes Item oder sowas. Also ein unsichtbares Item hier auf der linken Seite. Hä? Aber ich kann... Hä? Gehen wir erstmal hin. Da waren stehen hier Pokémon rum. Samurutz! Arktos? Ja moin! Hallo Arktos! Ich dachte schon, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch schon, warte mal kurz. Das ist irgendwie komisch. Dann kam mir die Idee, warte mal kurz, ist das vielleicht irgendwie sowas? Nur dann. Bruder, das ist einfach Arktos Level 50. Ja moin! Okay, wir wollen es natürlich fangen, ist natürlich klar. Komm, Relaxo. Mein Ding ist natürlich ultra overpowered, das werden wir natürlich auch definitiv nicht im Team nutzen. Wobei es natürlich ganz geil wäre, eben gegen Wasser-Pokémon. Als ob das alle meine Pokémon einfach one-hitten, das Ding. Erzähl mir nix. Erzähl mir hier doch nix. Gar keinen Bock. Ja, down. Alter. Aber um es zu fangen, muss ich es irgendwie auch schwächen, sonst kriege ich das nicht gefangen. Glurak muss ran. Glurak ist nicht sehr effektiv. Nein, das ist ein Typ Eis eigentlich, meine ich. Und Feuer sollte dann doch ganz gut sein. Er tötet es nicht. Ah, okay, trifft es eh nicht. Also doch, trifft schon, aber tötet halt nicht. Ja, und der sollte das auch überleben, okay. Einmal geht das, glaube ich, noch. Boah, selbst ihm macht Eisstrahl so viel Was? Eisstrahl ist sehr effektiv gegen ein Feuer-Pokémon? Achso, weil der Typ Flugfleisch ist, deswegen. Victory. Geil, perfekt. Überlebt das. Nein! Scheiße, wir müssen es jetzt fangen. Wir haben noch zwei Pokémon, wir müssen es jetzt fangen. Holy moly! Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir sowas in dem Part jetzt hier machen. Hyperball, wir haben noch 6 Stück. Als ob. Du hast das Pokémon verfehlt. Ah ja. Hä? Also, sag bloß, man kann das gar nicht fangen. Sehr richtig wack. Gut, wir müssen eine Entscheidung fällen und meine Entscheidung ist töten. Weil wenn das Gyarados jetzt besiegt hätte, dann wären wir down gewesen, Alter. Weißt du, das ist das Problem. Dann wären wir tot gewesen, dann wären... Das wäre richtig lame gewesen, deswegen... War die letzte Entscheidung uns töten. Wenn wir es nicht fangen können, vor allem, wir haben nicht mehr so viele Hyperbälle. Wenn wir noch irgendwas anderes Cooles finden, wenn wir wollen ja eh die ganzen Pokémon eh nicht benutzen, aber wenn wir trotzdem was finden sollten, können wir es dann nicht mehr fangen, eventuell. Allein da das Eisstrahl mal sehr effektiv ist gegen Gyarados und das sowieso schon allein noch fast durchgehend One-Hit-KO'd hat, kann ich das Risiko nicht eingehen. Aber es hätte safe getötet.
daher die Entscheidung ist dabei zu belassen. Aber okay, wir haben zumindest Arktos gesehen. Das ist geil. Ein sehr anmutiges Pokémon. Ihr fragt euch jetzt, warum heile ich alle Pokémon, wenn ich die doch eh nicht benutzen will. Was daran liegt, dass ich immer Angst habe, dass wir unseren Rivalen Domi treffen. Deswegen mache ich das doch mal hier ganz. Weil wir haben mich schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen mache ich das mal ganz. Einmal hier komplett Heilung. Hier ist noch nichts. Ja gut, die Höhlen werden wahrscheinlich eh drauf aufbauen, dass man hauptsächlich hier halt Arktos findet. Warum ich diese Felsen hier unten noch immer nicht bewegen kann, das ist mir ein Rätsel. Weil man, es muss auch so sein, dass man die beide Felsen nach unten schiebt hier. Dann hast du da links an dieser kleinen Insel, da habe ich einen kleinen Vorsprung, ein verstecktes Item oder so. Muss auch noch safe so sein. Sehen wir nichts. Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Okay, das Rätsel ist irgendwie komisch. Das werde ich mir dann nochmal angucken, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen komisch. Ich verstehe das nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Hallo, Europe. Ich verstehe das nicht ganz genau, was sie von mir wollen, aber okay. Alles klar, ich werde mir das einfach nochmal zu Gemüte führen, was von mir verlangt ist und dann ja. Vorsicht, gefährliche Strömung. Okay. Nur wir haben Gyarados, Gyarados kann schwimmen. Sollte halb so wild sein. Okay. Bruder, ich hab keine Ahnung. Aber ich kann auch noch nicht da hochgehen, weil ich nicht sicher bin. Ob da nicht auch noch irgendwas war. Ich gehe jetzt erstmal nochmal hier hoch, weil ich habe die Erinnerung, dass da glaube ich auch noch ein paar Wege nach unten waren. Also ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir schon überall waren. War hier noch was? Weg nach unten irgendwo noch. Gott, ist es anstrengend, Pokémon so gründlich zu spielen. Nee. Scheint nicht so zu sein, dass da noch irgendwas ist. Ich hoffe, dass das auch so ist, dass da nichts mehr ist. Also ist. Auf dem Wasser da müssten wir eigentlich auch schon gewesen sein. Und wo du jetzt gerade nervt, sind die ganzen Pokémon. Richtig abfuckt, Alter. Boah, Bruder, keine 3 Meter gehen, ne? Gut, wir gehen jetzt einfach mal runter. Mann, ey, ich hasse das so. Das ist so unnötig im Pokémon. Natürlich macht das Sinn, aber heutzutage finde ich, dass man es auch so programmieren sollte, dass es einfach sinnvoll ist. Sondern dass man die Pokémon alle auch hier sieht und dass man auch um die Pokémon rumlaufen kann oder so. Hä?
Ach, sag bloß, da muss man doch noch irgendwas irgendwie. Ach, Mann, ey. Oh Gott, das ist so nervig und so. Ach, guck mal, ich kann keine 3 Meter gehen. 3 Schritte, dann kommt immer so ein Pokémon, ne? Was soll ich denn machen? Das regt gerade sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr auf als dieses verdammte Super Mario Bros. Lost Levels. Scheiß Schwachsinn-Gedöns. Na, Mann, ey. Och, geh doch einfach weg, ey. Geh, lass es doch einfach. Ach so, ich weiß warum. Ich weiß warum. Oh mein Gott. Ja, mach den Superschutz an. Ich weiß, warum das gerade das Problem ist. Und zwar, weil wir gerade Ibitak ganz vorne haben. Dass er uns. Das Level von den Pokémon ist, was ganz vorne ist, desto eher kommen Pokémon, glaube ich, oder so auch dann, ne? Wenn die stärker das Level haben, kommen die dann eher. Ach, ich glaube, wir auf dem Wasser hier waren wir noch gar nicht. Lol. Ich weiß es aber nicht, ich habe keine Ahnung. Ich müsste den letzten Part nachgucken, wo wir schon überall waren. Ah, ich gucke, hier ist diese Strömung. Ah, guck mal, die führt uns dahin. Und das ist so. Dann fallen wir wieder runter. Und ja, guck mal, jetzt kommt keine Pokémon mehr, woran es liegt. Aber kommen wir jetzt dahin, sobald wir da reingehen, oder müssen wir uns bestimmt bewegen? Ja, okay. Man kommt da sofort rein. Das ist das, was ich wissen muss. Okay. Heißt, wir brauchen Steine, die wir da reinwerfen können, um die Strömung zu verhindern. Oder so. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Dafür müssen wir besser mal hoch. Denn die Steine können wir nicht mehr. Doch, können wir. Mal auf. Relaxo Stärke. Nee, können wir nicht. Ich habe gerade irgendwas gesehen, was nicht da war. Okay, nee, alles gut, okay. Nee, können wir nicht. Heißt, die sind schon. Und das hier sind sogar anscheinend die beiden Felsen, die wir schon darunter geschubst haben oder so. Das heißt, wir müssen. Noch rechts auf der Seite irgendwo 2 Felsen runter schubsen und dann kriegen wir die. Da wieder. Ne, weg, die Strömung. Dann gehen wir erstmal wieder hoch hier. Keine Ahnung, wo wir sind, aber da wird schon so richtig sein. Da links kommt man wieder hoch. So, hier sind auch Löcher für Steine. Und der Stein ist noch nicht im Loch drin. Heißt, hier war man wahrscheinlich noch nicht. Heißt, wir bewegen das hier ganz kurz mal. Da rein. Plumps. Tschüss. Und laufen natürlich sofort hinterher. Ach, hier sind wir im Eingang wieder. Guck mal an. Das ist doch ganz gut.
Wir folgen die Steine einfach mal. Wo denn der liegt jetzt hier, wo wir vorhin nichts machen konnten, meine ich. Also wenn das hier war, ich glaube ja. Keine Ahnung. Richtig. Jetzt sind wir hier. Ja, das war's wohl. Anscheinend das Rätsel. Na, wir sind die ganze Zeit immer da unten gelandet. Jetzt können wir uns hier bewegen. Zuerst mal darüber. Und noch die Leiter hoch. Dann wird die uns zum Ausgang bringen, wo wir hinwollen. Hier hoch. Und dann hier hoch. Genau. Dann würde ich euch sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir haben die Höhle geschafft. Das war auch das Ziel für heute. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, wenn es heißt Quälen bei Super Mario Bros. The Lost Levels oder bei Pokémon Rot. Dann bis dann und ciao.